Herzlich willkommen zu Bike Tunes, dem neuen Radmagazin aus Bielefeld. Mein Name ist Sven Stickling, ich führe euch durch die Sendung und wie sich das für eine richtige Radsendung gehört, muss die natürlich in einem Fahrradladen aufgezeichnet werden. Ich würde sagen, kommt mal einfach mit rein in den Bike-Treff. Wir sehen uns da wieder. Schoolbikes an der Laborschule Bielefeld. Tolle Aktion. An meiner Seite sind jetzt zwei Menschen, die unmittelbar damit in Berührung gekommen sind. Einmal der Dirk Niermann und der Hannes. Dirk, du unterstützt diese Initiative Schoolbike. Kannst du uns ein bisschen sagen, warum du das machst, was das Tolle daran ist? Ja, ich bin Geschäftsführer bei Hebi. Wir stellen seit über 100 Jahren Teile für das Verkehrsmittel Fahrrad her. Und da ist es uns natürlich ein besonderes Anliegen, dass auch die Kids wieder aufs Fahrrad kommen. Studien haben festgestellt, dass immer weniger Kinder das Fahrrad in Alltagssituationen nutzen und da war es dem Förderverein halt ein Anliegen, wieder dafür zu sorgen, dass mehr Kinder auf das Fahrrad kommen. Und das macht ihr, indem ihr diese Fahrräder an die Schulen bringt. Und Hannes, du bist ja davon in Anführungsstrichen betroffen, beziehungsweise hast das Glück, dass ihr diese Schoolbikes an der Laborschule habt. Was macht denn ihr mit den Bikes? Also wir fahren ja damit, wir machen Gruppenausflüge, wir machen einen Fahrradführerschein für die, die ihr Fahrrad nicht mitbringen können. Ja, wir stehen jetzt hier am Schoolbike. Wir sehen, es hängt da. Hannes, was ist denn für dich das Coole an diesem Fahrrad? Ja, die Gestaltung. Und ich finde auch, es fühlt sich sicher an, wenn man drauf fährt. Hannes hat gesagt, es fühlt sich sicher an, wenn man drauf fährt. Was macht dieses Fahrrad denn sicher? Also erstmal war natürlich die Intention, ein sportliches Rad zu machen, wie hier zu sehen mit 30-Gang-Schaltung, mit Federgabel. Aber wir aus dem Förderkreis haben uns überlegt, dass das Fahrrad eben halt auch alltagstauglich sein muss. Und deswegen haben wir es nachgerüstet mit speziellen Features, die das Fahrrad eben für den täglichen Gebrauch nutzbar machen. Wie zum Beispiel eine Lichtanlage zusammen mit einem Nabendynamo. Ja, Dirk, vielen Dank. Hannes, vielen Dank, dass ihr da wart. Es gibt auch ein paar Jugendliche, die testen ihre Fahrräder auf ganz andere Art und Weise aus, nämlich aufs Extremste. Das sind BMXer und einige von denen haben wir gleich hier, aber vorerst schauen wir uns mal an, was die mit ihren Rädern alles so anstellen. Daisy, Jason, Katrin und Leon vom RC Zugvogel Bielefeld. Schön, dass ihr da seid. Kommt erstmal in Ruhe an. Wir quatschen jetzt gleich ein bisschen und dann wollen wir mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen der BMXer hören. Okay, gerade haben wir die beiden vorne gesehen, jetzt an meiner Seite Leon und Jason. Ihr beiden seid BMXer. Was ich so kenne auch aus dem Fernsehen, das sieht immer saugefährlich aus. Was ist denn, ist es wirklich so gefährlich, wie ich mir das vorstelle? Ja, also es ist schon gefährlich, aber größtenteils hat man ja auch beim Fahrradfahren, also die es länger machen, auch schon eine gewisse Fahrradkontrolle. Und die was? Wer macht das? Das heißt, wenn du fährst oder so, dass du dein Fahrrad halt auch gerade schon hältst und nicht jetzt irgendwie da rumeierst und dann irgendwie schnell hinfällst. Also du hast eine gewisse Distanz und eine Stabilität beim Fahren. Und ja, also wenn man die halt hat, dann ist es nicht mehr ganz so gefährlich. Aber dadurch wird man natürlich auch immer schneller und wenn man sich dann hinlegt, dann wird es dann natürlich auch schon größteilig gefährlicher. Ja, was ist bei dir schon passiert? Also ich hatte jetzt auch schon komplett durch Rippenprellung nach dem Sturz, wie gesagt, und Gehirnerschütterung dabei, hatte auch einen kleinen Haares im Arm, aber sonst ist bei mir größteilig alles glimpflich ausgegangen. Natürlich hatte ich auch mehrere Stürze, aber bisher ist noch nicht so viel Schlimmeres passiert. Klingt aber erstmal schon heftig. Bei dir war es auch so? Ja, ich hatte auch schon ein paar mehr Stürze, auch ein paar mehr Knochen gebrochen. Fast Arm, Bein, ja, Schulter.
Aber du machst es trotzdem noch gerne. Ja? Was, ja. Irgendwas muss euch beiden ja angefixt haben. Was ist denn das Geile an diesem Sport? Der Adrenalinkick, wenn man zum Beispiel über einen großen Hügel rüberspringt, wenn man in der Luft ist, das Gefühl, das ist ganz geil. Oder wenn man auf dem Hinterrad über die Hügel fährt, das ist eigentlich ganz geil. Und wenn ihr jetzt nicht in der Bahn seid, sondern so Privatfahrrad fahrt, haltet ihr euch dann an die Verkehrsregeln? Kommt drauf an, wie man gerade so was macht. Also normalerweise so an Ampeln oder so, da muss man ja, sag ich mal, auch anhalten, weil die Autos natürlich von vorne kommen. Aber wenn man natürlich mal sieht, dass gerade kein Auto kommt, dann fährt man natürlich auch einfach mal gerade schnell rüber. Das schneiden wir dann mal raus, ne? Das hat jetzt niemand gesehen, das hat niemand mitbekommen. Ja, so, BMXen würde ich erstmal sagen, ist gefühlt für mich ist es ein Jungsport, aber das ist tatsächlich gar nicht so. Es gibt auch Mädels und Frauen, die BMX fahren und zwei davon, haben wir eben gesehen, sind auch hier. Ich kletter mal von meinem kleinen BMX-Bike hier runter, gehe nach vorne zu Daisy und Katrin. Ihr beiden seid auch BMXerin. Wir haben gerade die beiden Jungs gesehen. Warum macht ihr das denn? Habt ihr auch diesen Kick oder was ist das, was es für euch besonders macht? Ja, also ich bin dazu gekommen, weil mein Bruder halt damit angefangen hat, der Leon. Und da ich das halt dann auch ausprobieren durfte und es mir riesig Spaß gemacht hat, bin ich halt dabei geblieben. Okay, und habt ihr so einen internen Wettbewerb, wer sich am meisten schon gebrochen und geprellt hat, oder? Ja, könnte man so meinen. Weil nach jedem Sturz, wir listen immer alles auf, was wir schon gebrochen hatten, was wir verletzt haben. Und das ist eigentlich, man könnte schon eintätowieren mit jeder Narbe. Okay, ist also prägsam. Wie ist es bei dir? Ich habe gehört, ihr macht auch irgendwie Meisterschaften, ihr nehmt an Wettbewerben teil. Katrin, warum machst du das und was macht so ein Wettbewerb für dich aus? Ja, ich bin halt auch durch meine Geschwister zugekommen. Und es ist halt auch immer so ein gewisser Kick dabei, auch bei den Rennen und so. Und dann nehmen wir halt auch alle an Bundesliga-Rennen teil und auch an deutschen Meisterschaften, ja. Okay, cool. Höchst professionell, alle vier. Und was die vier so drauf haben, das wollen sie uns jetzt noch so ein bisschen vor diesem Fahrradladen zeigen. Ein paar Tricks, ein paar, weiß nicht, coole Moves, sagt man, glaube ich, in der Disco. Ich bin gespannt, was ihr so drauf habt. Und jetzt gehen wir mal raus. Das war die erste Ausgabe von BikeTunes. Wenn es euch gefallen hat, besucht uns auf unserer Website www.biketunes.de. Wir sehen uns wieder, vielleicht schon in 14 Tagen. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!